Und mal wieder darf ich euch zu einem neuen Video begrüßen. Und ich stand vor der Herausforderung, ja, mir einen neuen dedizierten Server bei Hetzner zu organisieren. Und ich habe hier ganz normal bei dem AX52 zugeschlagen. Ich werde jetzt auch nochmals zusätzlich beim AX41 zuschlagen. Dann allerdings in Helsinki, weil ich so ein bisschen Verfügbarkeitsthemen und sowas habe, die ich halt damit abfangen will. Aber ich stand halt vor dem ganz, ganz großen Problem. Ich möchte darauf wieder Proxmox installieren und zwar Plain. Und Plain bedeutet... Ich kann diese Rescue Konsole nicht benutzen, weil ganz einfach, ich will direkt und vollends ohne lästige Partitionierung ZFS unten drunter haben. Und da ist das Problem, ich kann diese Rescue Konsole einfach nicht nutzen. Die Rescue Konsole kann kein ZFS in dem Falle, man kann zwar nachher was mounten, aber eine Installation ist einfach nicht möglich. Daher bleibt mir nur eine einzige Option und die lautet halt eben bei dem Hetzner dedizierten Server. Ich muss leider Gottes die Techniker vor Ort in Falkenstein, Nürnberg oder sonst wo halt eben losschicken und mir eine KVM-Konsole anstecken lassen und einen USB-Stick stecken lassen, wo halt eben das Proxmox ISO-Image drauf ist. Vorteil davon ist, die Jungs sind super schnell. Ich muss sie wieder loben, muss ich dazu sagen. Ich habe es jetzt in den letzten 24 Stunden zweimal getan gehabt. Es ging alles innerhalb von 20 Minuten. Deswegen nochmal großer Lob an die Leute da. Die hören das nämlich gerne, wie ich gehört habe. Na egal, und jetzt kommen wir zum hauptsächlichen Problem, weswegen ich mit euch dieses Video hier mache. Und das hauptsächliche Problem lautet, ja, diese neue Xen 4 Architektur ist irgendwie noch nicht so richtig verbandelt mit diesem ganzen Thema X11, also Graphical Anzeige. Und da kommen wir zum zweiten Problem. Proxmox lässt sich leider Gottes nur als ISO-Image installieren als GUI, das heißt es gibt keine Möglichkeit dieses ganze Thema zu installieren, also auf den offiziellen normalen Wegen über eine CLI, außer ihr installiert ein Debian, aber das, selbst das geht ja beim Rescue-Mode bei Hetzner leider Gottes nicht, ist ja auch nicht schlimm, dafür gibt es ja die KVM-Konsole und darüber könnte man installieren. Aber Debian installieren, CLI könnte ich machen, dann darüber halt eben Proxmox installieren, ja, wäre alles eine Möglichkeit, aber wie kriege ich es halt eben hin, die Installation so zu machen, dass ich Proxmox direkt installiere über eine GUI und nicht über die Maschine. Aber erstmal zeige ich euch jetzt das Problem und dann die Lösung. Wie ihr seht, ich habe das schon jetzt installiert, ich fahre jetzt die Kiste gerade einfach runter und werde jetzt gleich gemeinsam mit euch, das ist eine ganz normale KVM jetzt von Hetzner. werde jetzt gleich hier in das Boot-Menü reingehen und wir werden jetzt gleich einfach uns das Problem gemeinsam ansehen, ja, warum ich halt Proxmox einfach so wie es ist momentan nicht installieren kann, weil einfach durch diese Zen 4 Architektur, die halt nagelneu ist, einfach das, ja, X11, also sozusagen die Graphical Einheit, das VGA, wie auch immer, einfach nicht ansprechen kann, weil er einfach, ja wahrscheinlich hardwaretechnisch dazu einfach noch nicht in der Lage ist. So, ihr seht hier F8 Bootmenü. Wir gehen jetzt einfach auf, das, auf den angehängten USB-Stick. Ihr seht auch, das funktioniert soweit noch und das starten wir jetzt auch einfach. Ähm, wie gesagt, er bootet jetzt bei Hetzner von der KVM-Konsole einfach von dem USB-Stick. Wir kriegen jetzt gleich noch unsere IP zugewiesen und dann wird er uns schon sagen: Wechselt doch mal auf den anderen Screen und dann werdet ihr schon das Problem sehen, wo wir jetzt drin liegen und auch so einfach einfach nicht mehr rauskommen. Da habt ihr schon die Meldung, Starting the Installer GUI, da ist besonders das Wort, auf der TTY-Konsole 2. Da kommen wir hin, indem wir hier drücken, Steuerung Alt F2. Und da seht ihr jetzt das ganz große Problem: der Xorg-Server kann halt eben keine Ausgabe uns irgendwie geben, weil, ja, keine Ahnung, weil ich kann die Antwort euch nicht geben. Ich, dafür bin ich technisch viel zu weit davon weg, weswegen ich weiß nur, es hat auf jeden Fall irgendetwas mit dieser. Version hier zu tun, wahrscheinlich mit dem Kernel, da kommen wir nämlich gleich am Ende des Videos noch zu. Plus halt eben diese super, super neue Architektur, die wir hier von Hetzner gestellt bekommen. Steht ja auch hier auf der Seite, dass wir halt eben hier eine Xen 4-Architektur bekommen. Also das Allerneueste, ich vermute, es wird einfach wirklich der Zusammenspiel sein von dem alten Kernel, der standardgemäß nämlich bei. Ähm, bei Proxmox halt eben in dieser Installation drin ist irgendein Kernel 5 irgendwas, aber es gibt schon lange Kernel 6.2, 6 wie auch immer und den werden wir halt eben dann gleich auch nachinstallieren. Aber jetzt erstmal zur Problemlösung dieses Problems hier, denn man kann trotzdem nämlich diese GUI so ein bisschen erzwingen, indem wir halt eben X11 eine Konfiguration unterjubeln. Und da gibt es nämlich im Proxmox Forum, ich werde das Ganze bei mir natürlich auch nur auf meinen Blog halt eben draufschmeißen, eine Lösung, wie man das Ganze halt eben hinbekommt. Und dafür muss man eine kleine Datei erstellen im Ordner usershare X11 Xorg. Da kann man die Dateien nennen, wie man sie will. Er nimmt hier einfach Driver Nvidia, völlig egal, wie die heißt. Und da muss man halt eben einen Inhalt hinzufügen. Hinzufügen. Ihr könnt diesen Inhalt ruhig abschreiben, allerdings eine große Sache, ihr müsst halt eben das für euch passende PCI Express oder PCI-Device halt eben hinzufügen mit dem Slot, wo der halt eben angesprochen wird. In dem Beispiel ist es hier PCI 0. Ich zeige es euch jetzt einfach mal, wie es bei mir ist. Also, ich gehe hier einfach mal zurück auf mein TTY-Fenster 1. Wir drücken einfach mal STRG-C und wir sagen hier einfach mal LSPCI. Und wenn wir jetzt hier einfach mal ein bisschen ganz unten reinschauen, sehen wir jetzt auch hier ganz normal unten ansprechbar auf 0b00.0 ist VGA-kompatibel Controller, Advanced, Microtick-Device, egal. Das ist auf jeden Fall meine grafische Einheit, die ich irgendwie ansprechen will. Und die müssen wir jetzt halt eben mit diesem 0b000 müssen wir jetzt eben in diese Konfiguration hier ummodeln. Und das bauen wir halt eben einfach in die irgendeine der Dateien User -Share x 11 xorg Das heißt... Ich gehe jetzt hier einfach hin. Ich nutze ja sehr gerne Nano. Jetzt kommt nämlich wieder diese super schwierige Tastatureingabe. Ich habe hier auf dieser KVM-Konsole eben eine ganz komische Tastatur. Es ist kein Englisch. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es ist auf jeden Fall irgendwas ganz Komisches. Also User, Share. Dann habe ich gehört X11. Dann habe ich gehört Xorg. Und hier drin legen wir jetzt einfach irgendeine Datei an. Wir nennen sie jetzt einfach driver.conf. Der Name ist erstmal völlig egal. Sorry, jetzt wurde ich gerade angerufen. Der Name ist erstmal völlig egal. Und da werden wir jetzt quasi den Inhalt rein posten, den ich hier halt eben ganz normal im Forum gefunden habe, nur eben mit, meinem, mit meiner Device-ID. Das mache ich mal eben und dann sehen wir uns wieder. So, gefühlt eine halbe Stunde später, ich habe gesagt, ich habe hier irgendwie eine ganz komische, keine Ahnung, Spanisch, Französisch, ich habe keine Ahnung, Tastatur, die sind überall verteilt, die Sonderzeichen. Aber was wichtig ist, wenn ihr das nachbaut, halt eben hier oben müsst ihr jetzt ganz normal die Device-ID angeben, beziehungsweise die Bus-ID, die ihr halt eben in eurem... LSPCI gefunden habt, damit halt eben diese Karte angesprochen wird. Einige hatten aber auch in diesem Beitrag hier berichtet, sie konnten das Ganze auch ohne diese Zeile hier angeben und dann ging das Ganze auch. Ich mache es jetzt halt eben so, wie es ja steht. Und jetzt gleich kommt der nächste Fingerbrecher. Denn wenn wir das nämlich hier speichern, müssen wir nämlich das X11, also das X11, restarten. Und zwar mit dem Befehl, ihr seht wieder, ganz viele tolle Sonderzeichen drin, die ich hier auf dieser komischen, keine Ahnung, was Tastatur irgendwie erstmal finden muss. Also speichern wir das Ganze erstmal, ich sage jetzt hier nichts anderes außer speichern und jetzt bemühe ich, ich, mich, bemühe ich mich einfach mal diesen X-Init-Befehl hier runter zu wursteln mit den ja, komischen Sonderzeichen. Jetzt kommt hier irgendwie dash und jetzt gucke ich erstmal nach und dann sehen wir uns wieder, wenn der Befehl da ist. Also ich konnte jetzt den Befehl endlich eingehen. Wie gesagt, tascha Tastatur. Tas, echt komisch. Was macht der Befehl? Der startet jetzt quasi das X-Init, ich weiß gar nicht, neu oder erneut, wie auch immer, mit irgendeiner Auflösung DPI 96, keine Ahnung, ist mir auch völlig egal, aber leitet diese Ausgabe um in das TTY2. Also da, wo wir gerade herkamen, wo halt eben dieses X11 nicht lief, der leitet das quasi einfach um und dieses 2 Strich und 1, ich kann die gar nicht, das ist, glaube ich, irgendwie einfach nur ausschalten, nicht laut oder keine Textausgabe, wie auch immer. Es wird auf jeden Fall umgeleitet auf tty und das heißt, wir sollten jetzt gleich unser Installationsfenster endlich quasi auf dem TTY2 halt eben sehen. Und da werden wir jetzt einfach wieder gleich hin umschalten. Da er macht er sogar automatisch und wir kriegen sozusagen endlich unsere grafische Installation-Einheit raus, die wir brauchen, um Proxmox direkt plain auf der Kiste zu installieren. Das zeige ich euch nämlich jetzt auch, weil sonst haben wir nämlich einfach in diesem Konstrukt Hetzner, dedizierter server nicht die Möglichkeit, wirklich direkt und plain ZFS halt eben auf die Kiste drauf zu kriegen und das Ganze ohne diesen Umweg vielleicht über eine Debian-Installation, wo wir uns wieder irgendwelche Pakete reinholen, die wir vielleicht gar nicht wollen, sondern wir wollen das Ganze ja vielleicht direkt installieren und so haben wir jetzt glücklicherweise die Möglichkeit. Echt nochmal mal als kurzer Hinweis: Das gilt jetzt momentan scheinbar einfach nur für diese Version mit diesem Kernel. Das kann sein, wenn ihr das Video schaut, dass das alles schon wieder anders aussieht im halben Jahr, wenn anderer Kernel drin ist oder ihr vielleicht eine etwas ältere Maschine habt, was ja nicht schlimm ist. Ne? Ich habe ja gerade selber gesagt, ich muss mir sowieso hier selber noch einen AX41 organisieren, wo halt das Zen 2 läuft. Da funktioniert das Ganze scheinbar viel einfacher, aber auf diese neuen Kisten ist es halt eben leider Gottes so, dass man diesen Weg hier ja, gehen muss. Die Installation mache ich mal eben ganz kurz und dann zeige ich euch das noch ganz schnell mit dem Opt-in-Kernel, mit dem Kernel 6.2, den wir gleich nachinstallieren. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich kriege hier die Krise. Überall Töne. Da ein Ton, hier ein Ton. Solange hier die Installation läuft, können wir auch schon mal auf das Thema Opt-in-Kernel 6.2 eingehen. Die Installation des bei ist zwar jetzt gleich fertig, aber er muss ja jetzt eh rebooten. Es ist sogar ein offizieller Post von Proxmox selber im offiziellen Forum hier: Virtual Environment und Installation and Configuration. Und da steht so etwas auch zwischen den Zeilen sozusagen. Also man kann halt eben diesen Kernel 6.2, der auch regelmäßig hier geupdatet wird, von Proxmox installieren. Und der ist halt einfach vor especially newer Setups. Also, einfach genau das Thema, was wir hier haben. Einfach für viel neuere Sachen. Wir haben nämlich ganz häufig das Problem, ich zeige es euch mal zum Beispiel. Hier diese schönen AliExpress-Sachen. Da haben wir zum Beispiel ist genau dasselbe Beispiel. Hier sind einfach diese, diese, diese Devices, die hier drauf sind. Das sind diese Intel 225 oder Intel 226 Ethernet-Devices und so weiter. Auch da haben wir das Problem, dass teilweise bei bei pfsense oder bei was auch immer diese interfaces nicht erkannt werden, weil die einfach so neu sind, aber die kernel die halt eben noch nicht finden oder halt eben noch nicht kennen und genauso wird das halt eben hier auf dieser proxmox Ebene sein, dass wir halt eben einfach mit einem ollen kernel versuchen, was zu installieren auf einer flatsch neuen hardware und dann halt eben einfach in probleme geraten. Aber gehen wir zurück zum Kernel. Ihr seht, es ist da keine Raketenwissenschaft. Wir installieren jetzt gleich einfach nur den Kernel mit einem Befehl hinterher, einen frischen Neustart und das ganze läuft und ihr seht auch, das ganze wird natürlich ganz normal supported. Trotzdem die sagen halt eben alles klar, offiziell läuft alles nur unter 5.15, nicht unter 6.2, aber so wie ich auch aus meiner Community gehört habe, alles laufen mittlerweile unter 6.2, weil es einfach für especially newer Setups einfach recommended ist. Ihr seht, der Reboot ist durch. Ich habe gesagt, wir machen es vollständig. Also locken wir uns hier einfach mal ein. Ja, Zertifikat ist in Ordnung. Wir locken uns hier einfach ein. Ich habe gerade erstmal ein ganz einfaches Passwort gesetzt gehabt, damit ich euch das zeigen kann. Und wir gehen jetzt erstmal hin und sagen natürlich die Repositories, weil wir können es natürlich nur aus dem Repository ziehen, diesen schönen PvE-Kernel. Aber standardgemäß ist ja, ich glaube, nur der Enterprise drin. Wir brauchen jetzt erstmal den No Subscription, schmeißen hier den Enterprise gerade raus. Für dieses System ist es auf jeden Fall bei mir hier nicht nötig. Und sagen hier einfach mal unter Updates Refresh. Und werden halt eben jetzt die ganze Pakete bekommen. Ihr werdet jetzt auch sehen, wir haben noch einige Updates vor der Nase. Aber wenn wir jetzt einfach mal auf die Konsole wechseln, hier schnelles Konsolenfenster aufgemacht und wir können nämlich jetzt hier sagen, apt install, ich gehe auch rein, ich kenne den Befehl gerade nicht auswendig, pve kernel 6.2. Na, jetzt kopiere es auch dann nehmen wir den Kernel 6.2, ein Leerzeichen zu viel wird wahrscheinlich auch nichts machen und dann seht ihr auch, der ist schon da und den können wir jetzt einfach gnadenlos nachinstallieren. Das warten wir jetzt eben ab und dann sehen wir uns wieder. Na, das hat jetzt nicht lange gedauert, das waren jetzt vielleicht 10 Sekunden und dann war das ganze fertig. Kernel natürlich ganz klar, wir müssen jetzt neu starten, aber damit wäre das Thema halt eben auch erledigt. So das war jetzt zumindest mal dieser kurze Einblick, wo auch ich erstmal wieder drei Stunden, ja, und meine Community mir geholfen hat. Deswegen auch da nochmal von mich, von mir an meiner Seite, an die Community. Das ging. Innerhalb von drei Minuten hatte ich drei Links gehabt, wo stand, wie das geht mit diesen neuen Maschinen. Wusste ich nicht. Deswegen auch jetzt von hier auf meiner Seite mal Danke an die Community, an die Leute, die dort rumwursteln und vielen, vielen, vielen Leuten halt eben bei vielen Themen helfen. Besten Dank schon mal dafür. Ansonsten ganz wichtig, penetriert bitte die Hetzner-Techniker, die vor Ort sind, mit den KVM-Maschinen jetzt nicht so ohne Ende. Aber es tut mir lieber leid. Ich sage halt eben, diese Installation ist einfach die sauberere Variante als die zwei, drei anderen Varianten, die es irgendwie geben könnte. Und das ist aus meiner Sicht leider Gottes aktuell mit dieser Version, mit diesem Kernel halt einfach die präferierte Variante. Und ja, was soll ich sagen? Leider ist es so, tut mir leid. Was heißt tut mir leid? Es ist halt die bessere Variante. Macht es so. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst und ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.